liebe Nobody Gewaltig Afterburn Plus, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Party, in welchem wir uns heute einem neuen Run stellen. Ohne Mods wieder, weil ich habe aktuell keine interessanten neuen gefunden. Wir machen einfach einen normalen Run, versuchen was freizuschalten. Mit Judas zum Beispiel müssen wir keinen Run mehr machen, weil mit Judas haben wir verfickt nochmal alles freigeschaltet. Mit Azazel allerdings noch nichts, der wurde ja zum Dark Judas. Er ist nicht bezaubernd, Judas ist damit abgeschlossen. Wundervoll! Das heißt, als nächstes können wir uns, fuck, wen können wir uns stellen? Nehmen wir Eden. Ich mag Eden. Eden ist ein einziger Charakter. Wusstet ihr, was das mir so... Was zum Fick? Wisst ihr? Das ist einer dieser Runs. Das ist einer dieser Runs, wo Leute sagen werden, oh, I'm OP, das war in einem Eden-Run mal mit Megablast gestartet. Das ist dieser Moment. Ich habe gehofft, dieser Moment wird irgendwann kommen. Wir haben ihn erreicht. Wir haben Megablast, liebe Leute. Ein extrem starkes Item, welches ich euch zeigen werde, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und ich fürchte, ich kann es overchargen. Oh mein Gott. Wir warten, bis wir zwei... Oh mein Gott, ich habe zusätzlich noch die Batterie, mit der ich es overchargen kann. Oh mein Gott. Wisst ihr, wie gut das ist? Wisst ihr, wie verfickt gut das ist für den Start? Okay. Okay, wir müssen uns zusammenreißen. Könnte ein interessanter Eden-Run werden. Vor allem, die Sache ist, wenn ich es doch schaffe, halbwegs stark zu werden, könnten wir vielleicht Hasch einfach mit zwei Megablast-Ladungen komplett killen. Das müsste eigentlich möglich sein. Das heißt, wenn wir das dann soweit aufheben, könnte ich vielleicht Void mit Eden schaffen. Wir können dann Megablast theoretisch in der Void-Ebene... Oh, das war verfickt knapp. Wir könnten dann Megablast theoretisch in der Void-Ebene noch aufchargen. Und dann hätten wir das mit Eden auch geschafft. Das wäre tatsächlich relativ interessant. Nehmen wir erstmal den Schlüssel mit und gehen in den Itemraum. Welcher für uns? Ach, die Rose bringt, glaube ich, dass man dann im nächsten Run mit dem Random-Item startet, oder? Aura-Stat-Boost. Warte. Warum? Warum habe ich so eine verfickt gute Feuerer? Okay, ich akzeptiere es einfach. Hey, Larrys. Oh Gott, geht weg. Oh Gott, okay. Nicht mein Favoritenauf... nicht mein liebster Larry-Kampfaufbau hier von diesem Raum. Verdammte Scheiße. Stirb. Okay. Warum habe ich so eine verfickt hohe Feuerrate? Das sind fast Zäumig-Ausmaße. Was ist das aktuell für ein Run hier? Der gefällt mir. Ist ein guter. Mit dem kann ich was anfangen. Okay. Squeezy. Lieblich. Noch ein Tears-Up. Ja. Und viel höher kann meine Feuerrate jetzt nicht mehr werden. Ich glaube, wir nehmen aber jetzt noch den letzten Raum, mit der sie hier noch versteckt. Und eventuell könnte ich darüber nachdenken, ob es mir jetzt vielleicht wert wäre, den Geheimraum zu suchen. Alter, diese Feuerrate. Was ist denn los? Wundervoll. Und noch eine Batterie. Nehmen wir mit. So, damit hätten wir Mega Blast zweimal voll aufgeladen. Das ist ziemlich majestätisch. Geheimraum ist hier oben. Fuck. Dabei war ich mir so sicher, dass er da oben sein wird. Nein! Ich weiß gar nicht, ob er da sein kann. Versuchen wir es da nochmal. Okay. Vielleicht war ich zu optimistisch und habe eventuell gerade zwei Bomben verschwendet. Und ja, mir ist übrigens durchaus bewusst, dass ich die ganze Zeit über eine Pille bei mir habe. Ich habe nur keine Lust, sie einzusetzen. Ich habe immer noch so eine fucking... Warum habe ich so eine gute Feuerrate? Geht die vielleicht weg, wenn ich einmal von irgendwas getroffen wurde oder so? Weil wenn ich eine neue Ebene betrete, dann wird's mir wieder, wurde mir gerade eben wieder angezeigt, wie hoch meine Feuerrate ist. Aus irgendwelchen Gründen. Also, dass ich da ein minus 2 oder sowas hab. Oh, Unicorns, das kann auch so gut sein. Ich glaube, ich sollte das Item kurz hochheben. Unicorns, da, bringt, dass man damit kurz und verwundbar sein kann. Das ist halt extrem gut, wenn man sowas wie Cube of Meat oder sowas hat. Man kann zwar nicht angreifen, aber man ist kurz und verwundbar. Und man kann es einfach pro Raum einsetzen. Das heißt, eigentlich ist für Cube of Meat und sowas ist nur bedingt hilfreich. Weil so stark ist Cube of Meat nicht. Hauptsächlich kann man sowas gut für eine Bloodbank und sowas verwenden. Einfach, um da ein bisschen Geld zu verdienen. Oh, shit. Das war knapp. Und wir bekommen eine weitere Aufladung. Wundervoll. Ah ja, Megablast sollte ich noch irgendwann einsetzen. Werden wir noch machen, aber nicht jetzt. Sollte ich vielleicht möglichst früh mal machen, damit ich mir mal ein bisschen die Steuerung von Megablast einprägen kann. Denn mit der bin ich tatsächlich nur bedingt vertraut. Aber das ist nicht gut. Wenn es dann wirklich ernst wird, dann sollte ich eigentlich schon wissen, wie der Shit am besten läuft. Aber wir machen das noch nicht im Basement. Basement ist dafür einfach zu simpel. Vielleicht in der nächsten Ebene dann. Ah, komme ich nicht ran. Vielleicht in der nächsten Ebene. Und ich hätte übrigens sehr, sehr gerne einen HP-Up von dem Boss hier. Das wird ziemlich majestätisch. Ein HP-Up und dann ein geiler Devil-Deal.
Und vielleicht bekommen wir Mega Blast im Devil Deal. Oh, Moment, den haben wir schon. Habe ich recht, Monstro? Doppelmonstro. Will ich mir die Scheiße antun? Ehrlich gesagt, ja. Ehrlich gesagt, will ich mir die Scheiße antun. Sind eh schon fast down. So, wir gehen ein bisschen auf den oberen. Und da explodiert der. Wundervoll. Wundervoll, 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 wundervoll. So ein guter Run gerade. Verdammte Scheiße. Das ist kein HP-Up. Aber das Soul hat streng genommen. Und das ist auch kein Devil Deal. Nur gute rote. Was ist das aktuell für ein Run hier? Half up! Da ist es. I'm excited. Ich bin auch richtig excited, Alter. Paralysis, nicht ganz so gut. I can see forever. Wisst ihr was? Das ist mir wert, dass wir da noch kurz erkunden und dann die zwei Geheimräume mitnehmen. Weil wir sowieso schon für immer sehen können. Dann kann man das auch nutzen. Oh, da ist eine Karte drin. I'm excited. Yay. Infested ist auch gut. Ranch Down, nicht ganz so gut, aber ich denke, das kann ich verkraften. Oh, das ist der Batterie-Buddy. Das wäre so gut, wenn ich den noch kaufen könnte, aber kann ich leider nicht. Denn um mir den Batterie-Buddy zu holen, bräuchte ich ein bisschen mehr Geld oder Bomben oder eine Möglichkeit, um an Geld zu kommen. Das habe ich nicht. Aber wie auch immer, scheiß wieder Herzen. Zwei Aufladungen im Mega Blast, wir gehen weiter. Und wir machen es jetzt einfach. Block! So, das Problem bei Mega Blast ist, dass man ihn steuert, indem man ein Stück weiter in Strahl die Richtung lenkt, wo man hin will. Und dann noch zusätzlich läuft in die Richtung. Das ist scheiß verwirrend. Aber damit kann man ganze Ebenen clearen, wenn man schnell genug ist. Nur ist dieser Raum absolut nicht optimal dafür. Aber hey, wir haben zwei große Räume damit geclearet. Ja, und das ist prinzipiell... Es kostet nicht mal eine ganze so eine Aufladung. Das ist interessant. Das ist prinzipiell Mega Blast. Der braucht halt scheiß lang zum Aufladen. Und ja, das ist es. Ja. Der könnte uns bei Hush extrem hilfreich sein. Dafür müssen wir einfach nur weiterhin schnell unterwegs sein. Und ich glaube, es könnte sogar klappen, weil wir aktuell wirklich immer noch sehr, sehr schnell unterwegs sind. Ja, geh weg. Nein. Oh Gott. Wie habe ich den jetzt noch gekillt? Was auch immer. Soll mir recht sein. Ey, ich hab vor, mit Eden alles zu komplettieren. Dementsprechend werden wir das schaffen. Oh fuck, da muss ich auch den Greedy-Mode mit Eden machen. Aber mit Eden kann man sich alles eigentlich relativ einfach machen. Indem man einfach, so wie ich, einen Run hat, in dem man unglaublich viel Glück hat. Und dann läuft die ganze Scheiße. Wobei ich glaube, ich mit Eden noch nie so einen glücklichen Start hatte wie jetzt. Das ist schon kriminell glücklich, dieser Start. Das war nicht gut. Das war das erste Mal, dass ich... Oh. Jetzt mache ich mehr Damage. Ach, jedes Mal, wenn ich getroffen werde, wird was anderes durch meine Aura geboostet. Wisst ihr was? Dieser Damage, den ich habe, der gefällt mir sogar noch ein bisschen besser. Ich hoffe nur, dass ich nicht nochmal getroffen werde und dann irgendwie mehr Range bekomme oder so. Denn mehr Range wäre keine Sache, die mir gefallen würde. Und Lil Brimstone übrigens auch absolut fantastisch. Falls ihr euch wundert, absolut fantastisch. Nehmen wir mit Vergnügen mit, den kleinen Brimstoney Man. Oh Gott, nein, was haben wir jetzt? Jetzt habe ich gar keine Aura mehr. Komme ich in jedem Raum eine andere? Jetzt habe ich wieder die Schnellfeuer-Aura, okay? Jetzt habe ich wieder gar keine mehr. Ah, shit. Das Ganze hat mir besser gefallen, als ich nicht von Gegnern getroffen wurde, ehrlich gesagt. Da hat mir das Ganze besser gefallen. Stirb. Ah, stirb, du Fuckviech. Okay. Was haben wir diesmal? Oh, höhere Bewegungsgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Aber was habe ich für eine Wahl? Oh, shit. Es ist Skelett-Horned. Hey, Skelett-Horned. Ich weiß nicht genau, wie man dich bekämpft, ehrlich gesagt. Alles okay. Wir machen das. Was hat mir gerade Schaden gemacht? Lil Brimstone, töte! Oh, Gott. The World Speed Up. Wundervoll. Und hier haben wir... Wieder nur drei rote Kisten. Das ist nicht gut. ich hätte gern einen guten Run. Und dafür gehört es auch, dass ich ein, zwei Devil Deals bekomme, okay? 48 Hour Energy. Das ist halt auch so ein guter Pillenpool aktuell. Ja, wisst ihr was? Wir gehen direkt weiter. Weiter in die nächste Ebene. Ich werde vermutlich jetzt immer noch dieses beschissene Speed-Up haben, oder? Nein, jetzt habe ich Range. Mehr Range. Was soll ich mit der Scheiße? Oh, fucking fuck. Okay, 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 okay. Wir wurden zu übermütig. Und jetzt bereue ich es. Jetzt habe ich ein Problem. Das Problem ist, dass wir ein paar Batterien bekommen haben. Das wiederum bedeutet, wir... Oh, schnell in die andere Richtung. Schnell. Schnell. Nein.
wirklich? War da wirklich gerade der Raum voll mit Stacheln? Wisst ihr, wie scheiße der Raum voll mit Stacheln ist für das, für Mega Blast? Habt ihr gesehen, wie scheiße der Raum dafür war? Okay. Folgender Plan. Ich werde jetzt von nichts mehr getroffen. Und behalte meine Damage-Up-Aura. Oh shit, diese Ebene ist nicht gut gelaufen. Ich muss auf jeden Fall versuchen, an mehr Bargeld zu kommen. Die 6. Ich denke, wir bleiben einfach mal beim Mega Blast. Ah, shit. Oh, das ist eine kleine Bombbagger. Der ist extrem selten, da ich heute zufälligerweise... Nein! Fuck, habe ich heute zufälligerweise im Wiki gelesen, dass der existiert. Der ist sehr selten und der droppt immer entweder eine Bombe oder ein Item. Das ist eigentlich ganz cool, an dem kann man so gesehen gratis spielen. Sofern man eine Bombe zu Beginn hat. Dann ist gratis, ansonsten nicht. So. Wir merken uns jetzt einfach, wir werden jetzt von den Gegnern nach Möglichkeit... Gut, gönnen wir uns Folded Hour Energy. Füllt Folded Hour Energy eigentlich den Mega Blast einmal komplett auf? Falls ja, dann fände ich das ziemlich gut. Tatsächlich. Aber da findest du gut, MOP. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß es, deswegen sage ich es. Turm Spades, klar, geben wir doppelt so viele Schlüssel. Was haben wir hier? Wir haben ein Item, das ich nicht haben kann. Aber gleichzeitig auch ein Soulard. Nehmen wir das mit. Ich würde nämlich ganz gern weiterleben. So, und dann müssen wir jetzt nur irgendwie zusammenreißen. Und nicht noch mehr Scheiße bauen, als ich es gerade eben schon gemacht habe. Nicht so viel Schwachsinn machen. Sollte doch eigentlich machbar sein, oder? Oh, für dich nicht, MOP. Das ist aber lustig. Warum ist da kein Soulard da unten links? Da ist sonst immer ein Soulard. Warum sehe ich aktuell keine Drain the Tinted Rock Johnsons? Ach ja, weil ich Grafikmods nicht anhaben darf. Das ist nett. Warum haben sie da eigentlich nicht von Anfang an dran gedacht, dass man Grafikmods machen kann, ohne dass es was beeinflusst? Das ist echt Schwachsinn, aber gut. Ja, wobei bei Tinted Rocks, die haben was mit Achievements in unserem Spiel zu tun. Da macht sogar ein bisschen Sinn, dass man da nicht die sichtbar machen darf. Das war auch bei Afterbirth und Rebirth war es... Oh, fuck. Lade doch auf, Lil Brimstone! Ja, das war's. Scheiße gebaut. Der Halo all stats up. Der Halo ist aber wieder unglaublich gut. Gehen wir weiter in die nächste Ebene. Gehen wir einfach weiter. Oh, fuck. Okay, wir sind immer noch schnell unterwegs. Necropolis 1. Und ich bin im Range-Up-Modus. Das ist nicht gut. So, wir sind schnell unterwegs, aber nicht zu schnell. Und dann sollte uns nichts passieren können. Hier tanken wir jetzt noch ein paar schwarze Herzen, habe ich mal sagen lassen. Ups, paar schwarze Herzen. Seht ihr, paar schwarze Herzen tanken wir hier. Ist nur eins, aber okay. Wir tanken ein schwarzes Herz und dann... Oh Gott, gehen wir weiter. Und sind nicht begeistert davon, dass das Stärkste in meinem Angriff der kleine Lil Brimstone ist. Denn das ist absolut nicht optimal. Aber hey, solange ich noch Soul Hearts oder Special Hearts habe, können wir doch einen Devil Deal bekommen. Und da kann auch alles mögliche Gute für mich drin sein. Alles. Alles, was ihr euch noch vorstellen könnt. Bis auf Items aus anderen... Oh mein Gott, Item... Okay, wisst ihr was? Dieser Raum ist absurd. Warte mal. Eigentlich haben die blauen Flammen immer eine Chance, dass da ein blaues Herz droppt. Scheinbar ist diese Chance aktuell nicht hoch. In diesem Raum. Hier ist nur eins drin, oder was? Zwei. Ich hatte schon mal aus 4 Stück von den blauen Flammen, habe ich schon mal 4 Soulards rausbekommen. Ich denke, 2 aus 20 oder so ist auch okay. Der Raum war eine Enttäuschung. Aber hey, wir haben ein bisschen mehr Herzen. Das sollte es eigentlich auch wert sein. Ich kann die Karte nicht sehen. Das ist dezent scheiße. Meine Bewegungsgeschwindigkeit ist viel zu hoch. Das ist nicht optimal. Ich hoffe einfach, dass wir einen erstklassigen Devil Deal bekommen werden. Und dieser erstklassige Devil Deal wird alles wieder ändern. Er will uns quasi den Arsch retten. Versteht ihr? Er will uns den Arsch retten. Geh weg! Okay. Alles ganz entspannt. Immer entspannt bleiben, liebe Kinder. Immer entspannt bleiben. Dann wird das alles auch klappen. Und wir haben uns in diesem Run auch nicht viel vorgenommen oder so. Wir wollen nur mit Eden the Void killen. Ein Boss, den ich bisher nur einmal bekämpft habe. Und da hatte ich das Glück, dass ich unglaublich stark war und den Stopwatch-Effekt hatte. Was soll da schon schief gehen? Jetzt gib mir meinen Damage-Bonus wieder, bitte, im nächsten Raum. Das wäre ziemlich super.
Und wir haben goldene Bomben. Wer hat wir im Hinterkopf? Und mit goldenen Bomben können wir die ganze Scheiße einfach wegsprengen. Oh Gott. Blark! Ich weiß noch, als ich mit den Gegnern immer große Probleme hatte. Also, nehmen wir den Gegner an sich, aber ihnen auszuweichen. Da waren die guten Zeiten, Leute. Da waren die guten Zeiten. Damals, als man auch mit den Vanilla-Gegnern Probleme hatte. Ach ja, aber dann hat man sie irgendwann im Laufe der Jahre kennengelernt, auswendig gelernt. Und jetzt sind sie kein Problem mehr. Jetzt sind nur noch die neuen Gegner ein Problem für mich. Alle Gegner ab Afterbirth, kann man sagen, sind ein Problem für mich. Und ab da kenne ich den ganzen Schrott nicht mehr. Nicht mehr richtig. Gehen wir hier rein. Ouija Board, Spectral Tears, Verstehen wir nicht falsch, Spectral Tears sind nett. Sind nett, mehr nicht, nett. Ja, ich denke, man könnte sagen, sie sind nett. Du kleiner Mann, stirbst? Badaboom. Oh, so viel Geld. Es. Warum? Ist mich verarschen? Warum wollte er den gerade nicht aufheben? Ich glaube nicht, dass mir das bisher schon mal passiert ist. Das war fucking seltsam. The Moon. Lovers. Shit. Sind an sich alles gute Karten. Problem ist nur, dass ich aktuell keine richtige Karte habe. Entsprechend wollen wir die Scheiße mal nur bedingt einsetzen. Und du bring dich mal eben selber um, bitte. Er lebt noch. Erstaunlich. Er hat lang gelebt für das, was er ist. Oh Gott. Okay. Okay. Little Brimstone ist, sage ich nicht, die verkehrteste Sache. Damit sollten wir eigentlich schon ein Stück in dem Spiel voranschreiten können. Ohne allzu große Probleme zu bekommen. Und nur ein böser Maschmasch war da drin. Das ist nicht nett. Okay. Ich weiß, ihr solltet Mega Blast. Ja, wisst ihr was? Nein, ich werde gar nicht erst. Zum Devil Deal. Fuck. Na gut, dann heißt es jetzt ein bisschen warten, bis die Scheiße vorbei ist. Warum sind das aktuell so unglaublich schlechte Devil Deals eigentlich? Ich meine, das ist nicht mal ein Item. Ist es, weil ich Mega Blast habe? Ist das der Witz, dass da nichts mehr auftaucht oder so? Kann das sein? Gehen wir einfach weiter. Ja, ich weiß, ich hätte echt gute Karten und sowas gehabt. Vor allem ist das Spiel jetzt wieder ab... Oh, komm schon! Das Spiel ist wieder abgestürzt. Warum stört das Spiel die ganze Zeit random ab, wenn man feuert und in den Raum reingeht? Das passiert mir jetzt eindeutig zu oft. Ey, das Spiel hat sich beruhigt, wie es aussieht. Ach du Scheiße. Oh Gott! Und das ist ein Greedo-Raum. Okay, das war gerade eben seltsam. Ja. Ich habe rausgetappt und habe irgendwas anderes gemacht, weil wenn das Spiel so freest, da braucht es immer ewig, bis es mal sich überhaupt schließen lässt. Und dann ging es auf einmal weiter. Das war ziemlich unerwartet. Fuck. Da würde ich so gerne rein, da gerade eben. Ich würde da so gerne rein. Aber ich kann nicht. Oder kann ich? Doch, kann ich. Warte mal. Moggy, pack die Pro-Strats aus. Seid ihr bereit? In dem Raum daneben gleich. Dann packe ich sie aus. Okay, pass auf. Pro-Strat. Badaboom. Brücke gebaut. Und wir haben... Ah, fuck. Wir haben nicht mehr die goldene Bombe. Shit, ich dachte, ich hätte noch die goldene Bombe. Chariot. Na gut, mit Chariot kann ich wenigstens gratis hier überall entlang. Das war eine Verschwendung von der Chariot-Karte. Aber gut. Reißen wir uns zusammen. Und versuchen einfach am besten uns nicht komplett dumm anzustellen. Fuck! Na. Ah, es war wieder einer dieser Momente. Versuchen wir uns nicht komplett dumm anzustellen. Und nimmt direkt im nächsten Raum Schaden, weil er in die Stacheln rennt, die er schon eindeutig zuvor gesehen hat. Momente. Oh, ich bin so schnell unterwegs zu meiner Verteidigung. Ich bin echt schnell unterwegs. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ungefähr von diesen Auren ungefähr 80 verschiedene gerade aktiv habe. Meine Tränen sind fett, ich habe eine enorme Feuerrate und wir haben eine Bewegungsgeschwindigkeit von 2,0. Euch würde ich gerne mal den Schädeln explodieren lassen. Ich habe auch keine Lust, mich jetzt darauf einzulassen, meine Zeit dafür zu verschwenden. Hallo? Lebt noch jemand? Da lebt noch jemand.
Wer lebt hier noch? Du lebst doch, du Schlingel. Ja, was ist denn dein Problem? Habt ihr den gesehen? Einfach noch am Leben gewesen. Was für ein Haufen Scheiße. Wundervoll. Piu. Fuck, ich bin so schnell unterwegs. Oh Junge, der Pieper. Fantastisches Item, haben wir uns alle immer gewünscht. Geiler Pieper. Und kein schwarzes Herz. Auch okay, ist auch okay, ist auch okay. Ah, oh Gott. Nicht reinrennen in den Larry. Goldenes Herz, wundervoll. Sollte mir Münzen geben, wenn ich getroffen werde. Wenn mich nicht alles täuscht. Komm, dafür opfer ich meine letzte Bombe. Ich weiß nicht, was du bist. Emergency Contact. Ich weiß nicht, was das macht. Ich will es nicht herausfinden. Deswegen lassen wir das einfach mal. Und gehen stattdessen weiter. Welche Ebene ist denn das? Die Depths 2. Oh, sogar die Dank Depths 2, okay. Ziemlich dank hier. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Hier bekommen wir, oh mein Gott, wundervoll Starter Deck. Fuck! Zweimal Devil. Da hätte ich die Bibel kaufen. Oh, Starter Deck macht ja aus... Ich habe vergessen, dass Starter Deck aus allen Pillen Karten macht. Shit, ist die... Oh, die Feuer und euer Energy Pill ist weg. Ja, weißt du was, Mutter? Ich versuch's gar nicht erst. Ich habe keine Lust, mich mit dir anzulegen, Mutter. Bist du fertig, Mega Blast? Dann kann ich, Dankeschön. Was hätten wir denn hier drin? Die Blank Card? Bombe? Ich weiß nicht, was das macht. Soy Milk. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach spontan weiter und werden uns den Schwachsinn nicht antun. Wie viel Zeit haben wir noch? Wum XL, okay. Das könnte ziemlich gut oder ziemlich schlecht sein. Je nachdem, wie es läuft. Aus der Devil Deal Perspektive. Katastrophal. Aber aus der Perspektive, wir wollen schnell sein und noch ein paar Aufladungen bekommen, bevor wir beim Boss sind. Da, aus der Sicht, das ist ziemlich gut. Und ja, ich habe nach Tittedrocks gesucht. Falls ihr euch wundert, warum ich auf einmal eine Pause gemacht habe. Es liegt dann immer daran, dass ich nach Tittedrocks suche. Verdammte Scheiße! Jungs! Abstand! Abstand halten, Jungs! Oh Gott. Und Pieper, du kannst mir auch mal ein bisschen weiterhelfen. Guter Piephahn. Oh, shit. Der Raum ist unerwartet anstrengend. Ich mache auch echt nicht viel Schaden. Entschuldigung. Eigentlich sollte ja auch nicht so schlimm sein, wenn ich Brimstone habe. Ich muss nur den Explodierenden kaputt machen. Wundervoll. Und Mega Blast werde ich garantiert nicht hier einsetzen. Denn wir müssen den Mega Blast für Hasch aufheben. Haufen Scheiße. Oh, ich hab vergessen, dass es welche gibt, die immer in mehrere Richtungen schießen. Shit. Wenn ich es nicht schaffe, meine roten Herzen loszuwerden, damit ich von dem Polaroid-Effekt Gebrauch machen kann, wird das noch problematisch, Leute. Das wird noch problematisch. Ich will nicht, dass es problematisch wird. Mir wäre es lieber, wenn es nicht problematisch wäre. Komm schon. Piu. Okay. Gehen wir einfach weiter, als wäre nie irgendwas passiert. Haben wir hier nervige Gegner? Wir haben hier Dickdas. Ne, wir haben die Fackviecher. Das ist auch okay. Ihr seid die Tomaten-Dickdas, könnte man sagen. Ihr seid nämlich rot. Wow, was für eine kreative Namensgebung. Ich finde, du sollst eine deutsche Übersetzungsmod machen. Ja, finde ich auch. Oh, fuck, das war knapp. Ah! Ich möchte aber anmerken, dass dieser Run erst ein unglaublich glücklicher Run auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat er mir einfach nicht einen akzeptablen Devil Deal gegeben. Und das ist halt auch nicht so nett. Vor allem, wenn man auf Devil Deals spielt und nicht einen brauchbaren bekommt. Dann merkt man in der Damage-Hinsicht, wie bei mir aktuell, merkt man wirklich so, dass ein paar gewisse Mängel vorhanden sind. Shit. Das hätte mich nicht treffen sollen. Gehen wir zum ersten Boss. Das ist The Fallen. Okay, wisst ihr was? Fuck. Keine Lust darauf. Geh weiter. Und... Badaboom! Warum hast du das gemacht, MOP? Wie konntest du nur... Erstmal, das ist unser anderes Devil Deal Item. Das ist ziemlich scheiße. Ich habe das gemacht, weil wir dadurch... Weil wir noch arsch viel Zeit haben. Und ich sage mal, Hagalas... Ja, Hagalas werden wir einsetzen. Pass auf. Ich würde mal sagen, wir haben genug Zeit, um noch, uns noch eine Aufladung zu erspielen. Und damit
dann mit der vollen Aufladung zum Boss zu gehen und keine Schaden dadurch beim bei den anderen beiden Bossen genommen zu haben. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich gehe voll aufgeladen zu Hasch und habe keinen Schaden genommen. Auf dem Weg dahin. Versteht ihr? Bei den Bossen. Ja, ihr versteht schon. Außerdem wieder kein Devil Deal bekommen. Das ist eklig. Oh Gott, geht weg. Vor allem hätte ich die ganze Zeit über eigentlich noch einen Angel Deal bekommen können, fällt mir gerade auf. Ich meine, ich habe keine Herzen im Devil Deal ausgegeben. Konnte ich gar nicht. Warum habe ich nicht mal einen Angel Deal oder sowas bekommen? Fuck, 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 fuck. Ich möchte mal anmerken, meine Reflexe, verdammte Scheiße, die sind aktuell... Die sind aktuell auf einem Höhenflug. Ich spiele aktuell auch Dark Souls. Das heißt, ich fühle mich aktuell sehr wohl in dieser Situation hier in Isaac. Ich meine, es ist nicht die beste Situation aktuell, vor allem wenn man bedenkt, was mir bevorsteht. Aber, ich möchte anmerken, im Vergleich zu Dark Souls, weiß ich hier genau, was mich erwartet. Dementsprechend kann ich eine gewisse Ruhe an den Tag legen. Weil es wird nicht sonderlich viel Unerwartetes passieren, behaupte ich mal. Ja, man sagt immer, oh, jeder Isaac Run ist anders, kann alles passieren, aber nein, kann es nicht. Und ich weiß, was nicht passiert, was mich erwarten wird. Und ich stand gerade viel zu nah an dem Tentakelmann dran. Das ist natürlich das Problem, dass es passieren kann, dass man überheblich wird, wie ich. Das ist ein großes Problem. Haben wir einen Tinted Rock hier irgendwo? Ich spüre doch, dass hier einer sein sollte, aber hier ist keiner. Eklig. Fantastischer Raum. Vor allem fantastische Idee von mir, einfach noch ein bisschen länger zu warten. Bevor ich die Schalter aktiviert habe. Ah! Okay. Okay, okay, okay. Okay, was fehlt noch? Drei Räume. Drei Räume. Wir haben ja noch drei kleine Räume. Und ja, ich will mich von dem XL-Raum fernhalten. Scheint mir nämlich Bullshit zu sein. Kann man eigentlich einen Shop hier bekommen? Weiß ich gar nicht mehr. Na, was soll's. So, der Raum fehlt noch. Wundervoll. Wundervoll, 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 wundervoll. Denn dieser Raum ist abgeschlossen. Machen wir die scheiß Kiste noch kaputt. Cricket Set! Ein Versuch war es wert. Okay. Ich hätte noch unglaublich gerne Herzen gesammelt, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, dass das nicht drin ist für mich. Keine Herzen für mich, wie mir scheint. Warte, er ist noch nicht ganz aufgeladen. Lass ihn nichts vormachen, da fehlt noch ein kleiner grüner Balken. Sehe ich erst jetzt. Oh, fuck. Oh, natürlich nehme ich noch Schaden. Oh, es ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, aber wir versuchen es einfach. Ich meine, hier hat sich nicht zufälligerweise ein Portal zu The Void aufgetan. Das ist alles hier unten. Manchmal kann es auch passieren, dass wenn man, wenn man Eclipse besiegt, dass sich dann ein Portal zu The Void einfach öffnet, dass man da eins hat. Dann denkt man sich, das ist nett. Oh nein, wir haben keine Karte hier. Das ist nicht optimal. So viel Schrott, der mir nichts bringt. Ah. Redo Head, lassen wir mal da. Vielleicht können wir ihn rerollen oder so. Auf jeden Fall. Speed und Range up. Und wir sind gleichzeitig noch ein bisschen kleiner geworden. Und hier haben wir die $3 Bill. Oder Gegner langsamer machen. Ich habe einen Luckwert von 0,47. Komm, wir nehmen das. Spider Bite. Denn je nerviger die Gegner, desto nützlicher ist es, wenn man sie ein Stück weit langsamer machen kann. Und nichts. Cool. Den kleinen Crawl Space wollen wir natürlich noch mitnehmen bei Gelegenheit. Wenn er sich irgendwo auftreiben lässt. Natürlich fehlt noch der eine Stein an der Seite. Komm schon, kleiner Crawl Space. Wo bist du? Da bist du doch. Offen Scheiße. Ich hasse es, wenn er nicht auftaucht. Okay, wir haben Soul Heart. Wir nehmen erstmal Steam Cell mit. Wundervoll. Dann nehmen wir dich mit. More Trinket Room. Ich dachte, wir bekommen ein gratis Trinket. Und dann habe ich mein ganzes Geld ausgegeben. Aus Versehen eine Münze donated. Das war nicht clever. So, wir kaufen dich. Two of Spades. Das bringt uns nichts. Und dann nehmen wir das Soul Heart noch mit. Shit. Ich habe noch nie mit dem Super-Mega-Satan-Head gegen Hasch gekämpft. Ich weiß nicht, wie die Scheiße laufen wird, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Aber der Slow-Effekt hat unerwartet gut funktioniert gerade. So, wir nutzen einfach mal unsere Range hier. Hey, Hasch-Blue-Baby. Ich bin gar nicht da. Bleib da, wo du bist. Mach weiter mit dem, was du da machst. Lass dich von mir nicht stören.
Ich bin nur ein Beobachter. Fuck. Okay. Wie viel Schaden macht das? Ehrlich gesagt, habe ich mit ein bisschen mehr Schaden gerechnet. Das ist nicht mal fast so viel, wie ich erwartet und erhofft hatte. Das ist tatsächlich lächerlich wenig gewesen. An Betracht dessen, wie viel Leben Hasch noch hat. Und wie viele Leben ich habe. Wir stehen vielleicht vor einem kleinen Problem. Das ist eventuell eine Sache, die passieren könnte. Und falls ihr euch wundert, ja, auch ich würde gern dieses X bei Hasch wegspringen. Er sieht mir aus wie ein mutierter Tinted Rock. Ist das seine Daseinsberechtigung? Bist du mutierter Tinted Rock, Hasch? Ja? Nein? Vielleicht? Du setzt jetzt einfach direkt auf den Scheiße. Willst du mich verarschen? So, ich habe ihn einfach jetzt direkt eingesetzt, weil je später wir ihn einsetzen, desto mehr Zeug wird er von sich feuern. Und je mehr Zeug Hasch feuert, desto mehr werden wir getroffen. Okay. Ja, ich habe verkackt. Oh, komm schon. Komm schon. Ich dachte, man kann ihm die Hälfte ungefähr abziehen mit einer, Megablast-Ladung, oder heißt es Megablast? Ich weiß gar nicht mehr. Ich dachte, man kann ihm damit so viel Schaden machen. Ich habe mich getäuscht. Ganz offensichtlich. Ich habe mich verfickt nochmal getäuscht. Und Hasch, jetzt lass mich in Ruhe. Fuck! Das war nicht gut. Aber das passiert, wenn man zu viel will, liebe Kinder. Das passiert, wenn man... Wisst ihr was? Ich schieb die Schuld dafür auf die verdammten Devil Deals. Hätte ich einen Abaddonner so gefunden, hätte ich wenigstens die Möglichkeit gehabt, meine roten Herzen loszuwerden, hätte ich auch weniger Schaden genommen. Ich hätte mehr Schaden ausgeteilt. Der Run war auf der einen Seite unglaublich gut zu mir, indem er mich mit zwei fantastischen Items hat starten lassen. Auf der anderen Seite war er ein Arschloch. Fuck. Und ich bin wieder mal bei Hasch gestorben. Es war klar, dass ich sterben werde, wenn mein Satans Blast nicht so viel Schaden macht, wie ich zuerst erhofft hatte. Aber wir haben für den Run, der war eigentlich relativ viel Schaden an ihm gemacht. Ich dachte halt echt, dass es jeweils die Hälfte abzieht. Es tut mir leid. Wie auch immer, jetzt wissen wir, dass es nicht so ist. Zwei Mega-Satan-Dingens-Blast-Ladungen sind nicht genug, um Hasch auszuschalten. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.